und damit einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute gehe ich im Duo mit Cookie rein und wir starten natürlich direkt durch. Der Server war ca. 15 Minuten alt und er wurde relativ schnell voll. Deswegen mussten wir uns sehr beeilen. Wir wollten zwischen Water und dem neuen Raketensilo bauen. Einfach mal ausprobieren. Aber wir sollten schnell merken, dass wir nicht die einzigen sind, die sich diese Region ausgesucht haben. Ich jag gerade ein. Hier ist doch ein schwer zu bauen. Ich hab ihn. Ich hab Bogen. Aus so Snake ist geht nicht der Sperrtyp. Oh Mann. Ich habe einen mit der Schaufel totgeschlagen. Wo bist du genau? T17. Okay, ja, lauf. Ich bin bei den Flüssen. Ich glaube ja. Bist du das dann? Ja. Bitte, ich pushe erst hinter dir. Hab Hast du irgendwas? Warte. Scheiße, schau mal her, schau mal her. Hier, das für dich, das für dich. Schau mal, hier kannst du ein paar Pfeile machen. Und hier schon. Soll ich Hammer machen und schon mal abgehen? Ah, ich weiß gerade nicht, wie ich bauen soll, Cookie. Ich bin ehrlich. Ah doch, so wird gehen, so wird gehen. Einfach eine Tube. Ja, dann Bunker. Ja, dann Bunker, oder? Nachdem wir also unsere Base hatten, wurde es jetzt Zeit, die Basics zu erledigen. Ich zeigte zwischendrin, Cookie noch, dass ich der Jumpmaster 5000 bin. Ich überlebe es, Cookie, keine Sorge. Okay, ich bin Nock, kannst mich aufnehmen? Nachdem wir das erledigt hatten, ging es jetzt an den ersten Loot Drop. Denn den wollten wir auf jeden Fall contesten. Ah, oh, das wird scheiße eng. Da kommt noch einer mit Speer. Oder ist es der? Wahrscheinlich safe der. Noch einer. Loot Drops gelandet, jetzt gelootet. Ja, ja, hat ihn. Pistole. Ah, die ist schon strong, ne? Ja, die wäre schon. Nee, die fighten, die fighten, die fighten, die fighten. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ja, sie? Der hat ihn doch gerade gepusht, oder? Oh mein Gott, bei mir ist einer voll loaded. Hä, sie bei mir? Ich komme. Ich bin hit, ich habe ihn hit. Ja, geh zurück. Hab ihn Headshot. Hab noch ihn, mal hab hit, Dad. Looting, oh, looting. Der hat Satchel. Aber der hat nicht die Pistol. Ich habe aber hier, der Typ bei mir hat Muni, aber nicht die Pistol. Die muss irgendwo am Boden liegen. Oh mein Gott, wie loaded der ist. Irgendwo muss die Pistole liegen. Er hat sie nicht gefunden gehabt. Mein Typ hatte die Muni, aber nicht die Pistole. Und er hat auch die Nailgun nicht. Ich habe zwei Satchels. Dein, also der Hessi hatte den Loot. 100 pro. Meiner hatte auch einen Job Loot. Triff mich mit deinem Speer. Nochmal Bow. Ich bin hinter dir. Ist dead. Oh, er ist auch loaded. Nice, nice, loot. Ich muss healen, Cookie. Ich bin auf. Ich kann es gar nicht mehr nehmen, alles. Ich habe mehr. Scheiß Pistole hin. Ach komm, jetzt bin ich rausgetappt. Nein, jetzt ist mal. Ich habe einen Game Freeze, Cookie. Oh, hat sich gefangen, Gott sei Dank. Oh, Bow. Ich muss weg. Lass ich bin weg. 20 AP. Lass weg. Die Pistole finden wir nicht. Ich bin so loaded. Ja, es sind zwei Leder-Gear-Typen. Okay, ich komme. Ich mach es. Siehst du so? Ach, Bow hinter dir? Schleicht sich an? Oh, ah, ja, ich hab ihn zwei. Gesehen. Oh, ich bin schon hitted von den anderen. Einer hit.
hab beide. Ich fall gerade mit Monumenttypen. Oh Gott. Hab einfach ein Monument. Zwei Naked an mir. Ich brauch Hilfe. Ich kann dir gerade nicht helfen. Monumenttyp. Ich muss reloaden. Ich hab einen Hit. Hab einen Tod. Bin tot, der letzte. Ich bin 20 AP, Cookie. Ja, bin voll. Hab ihn. Nein, doch nicht. Nein, er lebt. Nein, ich bin dead! Das war unser Verlust. Unser erster wirklich großer. Aber das hakten wir schnell ab. Wir machten uns sofort weiter an den Progress. Durch das, dass der Server frisch gewiped war und wir relativ nah am Spawngebiet waren, konnten wir übelst viel Stuff von Nakeds abziehen. Oder halt frisch gespawnten. Das war echt heftig. Unsere Comms bzw. der Scrap wuchs ins Unermessliche. Noch dazu fand Cookie eine SAR auf Dome. Das brachte uns relativ schnell an die Tier 2 und wir crafteten sofort die erste SARs. Damit wollten wir auch direkt den nächsten Loot Drop abstauben. Das ist nicht, das war nicht mal SAR. Das war SAR. Das hat sie genauso wie dir. Guck. Das ist LR. LR Ravi. Die sind gleich vor uns, ne? Ja, aber wir können ihm, glaube ich, hart in den Rücken ballern. Der geht zum Loot Drop. Schau mal, er geht zum Loot Drop. Ja. Hab ihn Hit. Ich glaube nicht. Links war einer, 170, 170 noch. Ja, auf uns geschossen. Ist er zwischen den Bäumen? Nein. Ich glaube. Naked. Ist dead. Ist tot. Ich glaube, ich gehe Strom aus. Ich gehe Ding looten, ne? Pass auf, der andere hüpft hier noch rum. Ich sehe den auch noch nicht. Ich loote, du musst mich gleich decken. Ich nur was. Double Hit, tot. Ich hab Tommy. Oh mein Gott! Was? Er ist so voll. Loot erstmal das Wichtigste. Ja. Und dem anderen Seite Waffe bitte. Da kommen noch mehr GGD. Hab ihn Hit. Zwei Tommys, Blue Drop. Double Hit. Ravi on me. Icy. Ja. Is dead. Ich loote jetzt die Waffe vom anderen, dann bin ich weg. Pass auf, da hinten war noch einer Richtung 190. Bei mir, Hattie. Tot. Das ist doch keine Tommy, Mann. Das ist doch eine LA. Ja, ich hab gerade mit Ding LA. Achso. Da hinten schleicht sie noch einen an. Ist dead. Von dir aus 190. Wenn du ihn noch looten kannst. Nee, ich kann nichts mehr looten. Schon wieder einer. Ich bin so voll. I'm dead. Wenn du willst, gehe ich jetzt auf den Sturm aus, dann kannst du looten. So, okay. Ich bin so fett voll. Ich habe extra Munition mit meinen Tommies. Ey, ich habe keine Tommy hier. Hier liegen noch 100.000 Crossies, aber ich lasse den Rest jetzt liegen. Nachdem wir diesen Fight gewannen und dadurch ziemlich viele Waffen hatten, machten wir uns jetzt an unseren ursprünglichen Plan, nämlich das Silo zu looten. Wir besorgten uns die Karten und gingen rein. Das erste Mal. Mal sehen, Geronimo, was dieses neue Monument für uns zu bieten hat. Wir hätten die LA mitnehmen sollen. Ja. Aber ich glaube, die wäre kaputt gegangen. Ist ja wurscht. Ja, lass mir für euch. Warte. Mal Billighilfe schießen. Du pusht zu viel. Zwei. Achso, ich dachte, du hast. Deine ist tot. Boah, muss reloaden. Aha, so schnell er sich duckt. Besser als manche Spieler. Bleib einfach am besten in deine Ecke. Guck ja, Trauma von diesem Moment, ich sag's dir. Da müssen wir nochmal zurück. Nach oben, oder? In die Kiste. Ja, oder ich lutsche hier. Hab ich die nicht gelootet oder ist die schon wieder gespawnt? Molly! Geil, zum Glück sind wir hochgegangen. Ja, das stimmt allerdings.
Okay, 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 okay. Beide tot. Halt dich. Hab beide. Okay, soll ich zu dir jumpen? Chill, ich halte mich jetzt wieder hoch. Ja, jetzt. Nicht tot, nicht tot. Hast du? Er hat sich eine Spritze gegönnt! Was? Ich hab's gesehen! Dieser Wichser! Das ist meine! Beide hard low, aber geh nicht zur Rakete. Oh, ich muss nachladen. Zurück! Ich muss mich auch rein. Oh, es wäre zu viele, komm hier, zu viele. Komm zurück. Lauf, da kommen immer mehr. Oh, komm zurück. Ganze Großfamilie. Mit einer tot? Zwei noch. Einer noch? Ich mach ihn. Oh, Kaffeedosen, hm? Zieh an den Kaffeedosen und kannst Schuhe haben. Falls du Schuhe fehlen. Ich hab Schuhe. Achso, ja, dann gib ihn mir, weil dann zieh ich Schuhe an. Und kann dann. Achso, ja, warte. Genau. So machen. Guck mal hier, Muni für dich, ich drop dir mal. Also wenn du auch für mich hast. Ja, ich hab. Hier 30 Schuss. Nice, danke. Okay, wie kommt man an dieser Rakete vorbei? Links? Du kannst vorbeilaufen, einfach links. Und dann liegt ja oben ist die Elite Crate, schau mal, 3 Diesel. AK! Red Kick! No way, schau in die Kiste! Warte. Aber eine fast kaputte. 4 SMG Bodies hab ich. Nur? Ich kann die, warte. Ja, ich hab die mal reingepackt. Hast du? Ja. Red Card hast du auch? Ja. Okay, dann weiter geht's. Noch geht's wieder Richtung mittleres Ding. Hast du Bärballer mit, genau? Ja, aber hier hat noch Platz. Okay, nein, ich bekomme langsam Strahlung. Ich muss die Jacke wieder anziehen, ja. Interessant. Mit Dingjacke bekommt man Strahlung. Ja, und jetzt sind wir hier beim Ausgang. So, und jetzt kannst du hier in die Kameras gucken. Wir haben keine Rauchgranate. Ob draußen einer campt. Ich sehe im Moment noch. Keinen. Ich sehe keinen. Du kannst auch noch mal gucken, vielleicht hast du ein besseres Auge wie ich, weil ich bin schon müde. Weil die Kamera ist ein bisschen blöd. Nein, wir machen das gleich noch mal, wenn sie das wollen. Das ist krank, ne, was du da kriegst. Du bist reich in Sekunden. Und mit ein bisschen Übung weißt du, wo die Bots stehen. Wow, alles rein. Guck, das Leid ist gerade. Dann kriegst du da easy, da bist du instant reich. Das wird jetzt dann verschlechtert. Ich habe nur 3 Spritzen verbraucht, weil ich habe die Bandages von unserer Base mitgenommen, die wir einfach in der Kiste hatten. Ja. Selbst mit allen Spritzen wäre es immer noch billig. Okay, bist du ready? Fang an. Was hast du? Crossy? Stark. Not bad. So, jetzt komme ich, okay? Ah, warte mal, Scrap habe ich auch vergessen. Hm? Ich habe mein Scrap jetzt dazu getan. Schau dir das an. Schau dir nur 7 SMG-Buddies. Das ist besser wie Cargo. Das ist so krank. Raketensilo war ein voller Erfolg. Und es ist absolut OP. Du bist dann circa 10 Minuten durchgelaufen mit einer Blue Card und kommst loaded da raus, als wenn du auf Cargo gehst. Das sollten wir auf jeden Fall noch einige Male diesen Vibe wiederholen. Nun wurde es aber spät. Wir machten zwar noch einige PvP-Aktionen hier und dort, aber nichts wirklich Nennenswertes. So häuften wir eine Menge von SARS, Crossies, Revies, Nailguns sowie ein paar P2s an. Diese waren aber mittlerweile für uns überflüssig. Deswegen machten wir noch einen Shop auf und hofften, dass wir über Nacht davon noch einiges verkaufen würden. Wir setzten auch die Preise relativ hoch, denn es war der einzige Shop auf der Karte. Da die Pop mittlerweile die 200 sprengte, hofften wir natürlich auf reichlich Verkäufe. Es war ja immerhin Wipe Day. Aber so beenden wir Tag 1.
Tag 2. Und ich wollte den Tag erstmal ruhig angehen. Aber die Crate war auf Water und die wollte ich mir andererseits auch nicht entgehen lassen. Also machte ich mich direkt auf den Weg. Ich ging nochmal zurück, aber musste feststellen, dass das HLMG leider schon weg war. Allerdings hatte der Bowguy, den ich zuvor killte, noch einen Loot Drop. Also alles in allem hatte ich nicht viel verloren. Dafür hatte mein Shop umso mehr gewonnen. Über Nacht verkaufte sich der gesamte Shop und der Sulfur daraus war brachial. Nun musste ich aber etwas AFK. Denn es war noch relativ früh am Morgen und ich wollte auch frühstücken. Als ich zurückkam, war die Crate erneut auf Water. Und auch diesmal ließ ich es mir nicht entgehen, diese zu contesten. Es gibt's ja nicht. Was hier für ein Rumgeschleiche. Wo die Tommy? Jetzt wurde es allerdings still. Ich machte mir schon Sorgen, ob ich überhaupt auf dem Server weiterspielen wollte. Denn ich fand niemanden. Und es war sehr komisch, denn der Server explodierte am Vortag. Plötzlich hörte ich dann trotzdem Schüsse an Silo. Und ich dachte, bevor ich quitte, riskiere ich nochmal alles. Ja, ich schieß gegen das Ding! Ich schieß gegen... Oh, Digga, das kann ja nicht sein. No way. Wo geht dein Kit? Muss man schnell dran glauben, weil das geht einfach schneller. Oben vom Zaun, die Metallstange. Gegen die habe ich geschossen. Was? Ja, das ist sowas von verloren. Ja, jetzt ist Schluss, Freunde. Die gehen gerade rein. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Ja, jetzt hab ich's noch nicht. Er hat's irgendwo gestasht oder so. 100 Pro hat das gestasht, aber wo? Der eine hat gewartet, während der andere stashen war. Hier konnte er nicht, dann ist er weiter zurück. Darum hat es auch so lange gedauert. Hier irgendwo hat er einen Bag dann platzieren können und da hat er dran gestashed. Da werde ich meinen Arsch. Oder?
Oder irgendwie vielleicht hier? Aber das ist wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ich muss. Da ist noch mehr. Das sind noch mehr. Ich sag's euch, das sind noch mehr. Da oben sind nochmal zwei Selbig Bags. Dieselben Skins wie gerade eben, schaut. Okay, ich glaube, ich depot das kurz und dann komme ich nochmal. Und dann mache ich was ganz Ekliges. Ich camp ihre Stashes ab. Experience, my friends. Experience. Okay, wer aus dem Chat glaubt, ich hacke? Leider verpasste ich an der Stelle meinen Ambush-Versuch. Trotzdem konnte ich den Jungs einiges wieder zurückgewinnen. Und damit endet auch das Video. Denn ab da passierte wirklich gar nichts mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da. Und ich hätte natürlich noch eine Frage an euch. Gefallen euch diese etwas kürzeren Videos? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Des Weiteren bin ich gerade dabei, den Kanal umzustrukturieren. Darunter fällt sogar die Überlegung, endgültig auf Twitch zu gehen. Einfach, damit die Videos besser performen auf YouTube. Schreibt mir dazu auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Aber das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich habe die nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein Banger-Video für euch. Also, seid gespannt und vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao.